Oliver Pocher, 45, wagt das Abenteuer über den großen Teich. Neben den aufregenden Schlagzeilen, die der charmante Niedersachse immer wieder mit seinen amorösen Eskapaden generiert, ist er auch ein echtes Comedy-Talent. Aktuell zieht der blonde Lockenkopf mit seinem Programm Liebeskasper durch die deutschen Bühnen. Doch jetzt geht es für den Entertainer über den Atlantik. Olli wird schon bald in den USA auftreten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird der 45-Jährige ausgerechnet am Super Bowl-Wochenende in Las Vegas sein Können zum Besten geben. Am 9. Februar wird er die Bühne im legendären Hard Rock Café rocken und sein Publikum zum Lachen bringen. Man sagt ja, was in Vegas passiert, bleibt auch dort. Das passt natürlich perfekt zu mir, scherzt Olli. Ein Ticket für diese einmalige Show gibt es schon ab 17,50 €, ein Schnäppchen. Für Olli, einen eingefleischten Football-Fan, kommt dieser Auftritt wie gerufen, denn auch das NFL-Endspiel findet in der Stadt der Sünde statt. Die Kansas City Chiefs stehen den San Francisco 49 erst gegenüber. Ob Olli sich das Spiel wie in den vergangenen Jahren anschauen wird, bleibt abzuwarten. Eins ist sicher, dieses Super Bowl-Wochenende in Las Vegas wird legendär, sei dabei und erlebe Oliver Pocher live in Aktion.